Die ihre Heimat verlassen, Grenzen und Zäune, das gibt es auch zwischen den USA und Mexiko. Wir haben im Weltspiegel schon häufiger darüber berichtet. Heute hat unser Korrespondent Markus Schmidt aber eine wirklich herzzerreißende Geschichte mitgebracht. Sie beginnt mit ein paar nüchternen Zahlen. In den USA leben ungefähr 11 Millionen Einwanderer ohne gültige Papiere. Davon rund 4 Millionen Kinder. Jedes Jahr deportieren die USA über 370.000 sogenannte Illegale, die allermeisten von ihnen nach Mexiko. Rund 15.000 von ihnen sind Eltern, die dauerhaft von ihren Kindern getrennt werden. Denn die sind durch ihre Geburt amerikanische Staatsbürger und bleiben in den USA meist in Pflegefamilien oder Heimen. Am Ende stehen zerrissene Familien und verzweifelte Mütter und Väter. Eine von ihnen ist Antonia Castillo. Tijuana, der Blick Richtung Grenze USA. Früher Morgen, Antonia bereitet die Lieblingsspeisen ihrer Kinder zu. Spaghetti mit Soße. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute darf sie ihre Kinder besuchen, unter Aufsicht am Grenzübergang. Es ist ein guter Tag, weil ich sie sehen kann, aber ich bin gleichzeitig auch traurig, weil man uns getrennt hat. Ich muss mich mit einer Stunde Besuchszeit im Monat abfinden. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten macht sie sich auf den Weg. Antonias Kinder sind in den USA geboren und haben damit dort automatisch die Staatsbürgerschaft. Paula und Clara leben bei Pflegeeltern. Die US-Behörden haben Antonia das Sorgerecht entzogen wegen angeblicher Vernachlässigung. Sie hatte illegal in den USA gearbeitet und war vor 2 Jahren kurzzeitig nach Mexiko gereist, um ihren schwerkranken Vater zu pflegen. Eine fatale Entscheidung. Als sie mit einem gefälschten Pass versuchte, wieder in die USA einzureisen, wurde sie ins Gefängnis gesteckt und dann abgeschoben. Illegaler Grenzübertritt gilt in den USA als ein Verbrechen. Ich werde kämpfen. Meine Kinder gehören doch zu mir. Ich werde nicht aufgeben, bis wir wieder zusammen sind. Der Blick von den Hügeln der Stadt auf den Grenzzaun. Hochgesichert, hoch umstritten. Zehntausendfach trennt er Eltern und Kinder. Selbst kleine Verstöße gegen das Gesetz reichen für die Ausweisung aus den USA. Fahren ohne Führerschein, bei Rot über die Straße gehen. Die New Yorker Organisation Human Rights Watch rechnet vor, dass Jahr für Jahr ca. 50.000 Mal Mütter aufgegriffen und abgeschoben werden. Wenn sie ausgewiesen werden, versuchen sie zurückzukommen. Immer wieder und das nur, weil sie gute Mütter sein wollen. Viele werden angeklagt wegen illegaler Einreise und kommen ins Gefängnis. Das ist ein sehr, sehr hartes Vorgehen. Die katholische Ordensschwester Adelia Contini kümmert sich um die abgeschobenen Frauen. Seit über 20 Jahren im Instituto Madre Asunta im mexikanischen Tijuana. Die Frauen vertrauen ihr. Hier haben sie eine Bleibe. Auch Rosalva wurde abgeschoben. Ihren Mann Pedro und Sohn Edgar musste sie zurücklassen in Kalifornien. Hier lebt sie schon seit einem Jahr. Die Nonnen organisieren Anwälte, Übersetzer, Sozialarbeiter. Und sie bringen Mütter und Kinder zusammen. Wenn auch nur für ein paar Tage in den Ferien. Auch Edgar, der Sohn Rosalvas, ist da. Diese Kinder haben alle einen Pass der USA. Rosalva ist heute das Herz ganz schwer. Sie muss Abschied nehmen. Sohn Edgar kehrt zurück über die Grenze nach Kalifornien. Und sie darf nicht mit. In Anaheim geht Edgar zur Schule. Hier lebt er bei seinem Vater. Edgar ist hin und her gerissen. Er erzählt mir, dass die USA seine Heimat seien, dass er gerne dort lebe. Und dann sagt er mir auch, er finde das Land abscheulich, weil es mich nicht bei ihm leben lässt. Der Abschied. Adelia spendet den Segen. Sie kann und will nicht verstehen, warum man das Familien antut. Wie sollen diese Kinder zu guten Menschen heranwachsen, wenn man sie gewaltsam von ihren Eltern trennt? Ja, es ist klar eine Verletzung der internationalen Rechte.
Die USA verstoßen mit dieser Praxis klar gegen internationales Recht, gegen Verträge, die die USA unterschrieben haben und die klar vorschreiben, dass man das Recht der Kinder, bei den Eltern zu leben, respektieren muss und nicht ohne Anhörung durch einen Richter deportieren darf. Der Grenzübergang von Tijuana, Mexiko nach San Diego, USA. Kilometerlang stauen sich die Autos. Antonia auf dem Weg zu ihrem Besuchstermin. Von der anderen Seite her kommen ihre Kinder unter Aufsicht von US-Beamten. Antonias Fall wiegt schwerer als der von Rosalba. Ihr wurde das Sorgerecht entzogen. Sie darf ihre Kinder nur unter Aufsicht sehen. Wir bekommen keine Drehgenehmigung. Bilder, die Antonia uns mitgebracht hat. Endlich konnte ich ihnen zeigen, wie lieb ich sie habe, sie berühren, umarmen und küssen. Sonst kann ich ja nur am Telefon mit ihnen sprechen. Betstunde im Instituto Madre Assunta. Auch Antonia haben die Nonnen geholfen, ihr einen Anwalt besorgt. Sie will das Sorgerecht zurück, um ihre Kinder legal zu sich nach Mexiko zu holen. Und muss nun von hier aus beweisen, dass sie eine gute Mutter ist, dass sie Geld und eine Wohnung hat. Auf ihrem Wohnzimmertisch stapeln sich Dokumente und Belege, die sie alle vor Gericht beibringen musste. Die Kinderzimmer sind liebevoll gestrichen. Doch die Behörden der USA geben die Kinder nicht frei. Seit fast 2 Jahren läuft das Verfahren vor diesem Familiengericht in Orange County. Am 13. August sollte die Entscheidung fallen. Antonia sitzt zu Hause und wartet. Sie sollte um 13.30 Uhr per Telefon ins Gericht in die USA zugeschaltet werden, ihr Anliegen vertreten. 9 Minuten vor dem Termin erreicht sie diese Botschaft. Das Verfahren ist verschoben. Mal wieder. Warum dauert das so lange? Meine Kinder brauchen mich doch. Sie sagen mir, dass sie sich allein gelassen fühlen, dass sie traurig sind. Es ist Abend geworden. Draußen spielen die Kinder. Antonia schaut auf die Grenze Richtung USA. Irgendwo dort warten ihre Kinder.